Wenn ihr Hilfe braucht, hinterlasst euren Namen bei meinem Mädchen. Wir helfen hier jedem. Niemand ist ohne Nöte aus Forelden hierher gekommen. Aber ich kann niemanden bevorzugen, der bereits Arbeit und Unterkunft gefunden hat. Wie ich hörte, wisst ihr, wo ich einen grauen Wächter aus Forelden finden kann. Der einzige graue Wächter aus Forelden, von dem ich gehört habe, hat den Erzdämon erschlagen, um uns alle zu retten. Aber hier interessiert das keinen. Wir haben die Verderbnis hinter uns gelassen. Wozu braucht ihr einen Wächter? Der Heiler hat doch früher zu denen gehört, oder? Zu den Wächtern! Jetzt jedenfalls nicht mehr. Und er hat genügend zu tun, ohne dümmliche Fragen darüber zu beantworten. Wen versucht ihr zu schützen? Ihr seht doch, was unsere Leute in Kirkwall erwartet. Sie haben keine Arbeit, kein Zuhause. Die meisten können sich kaum Brot leisten. Dieser Heiler hilft ihnen und ist an Geld nicht interessiert. Er hat ihre Wunden geheilt, ihre Kinder zur Welt gebracht. Das klingt, als hätte er viel zu tun. Wir werden ihm keine Schwierigkeiten machen, versprochen. Er ist ein guter Mann. Ich will ihn nicht an die verdammten Templer verlieren. Wenn er jetzt noch wundervolle Augen und ein gewinnendes Lächeln hat, heirate ich ihn auf der Stelle. Solche Augen hat er tatsächlich. Aber lächeln sah ich ihn noch nie. Er macht immer den Eindruck, als habe er noch mehr verloren als der Rest von uns. Ich denke, es spricht nichts dagegen, dass ihr ihn aufsucht. Anders hat noch nie jemanden abgewiesen. Sucht in der Dunkelstadt nach der brennenden Laterne. Wenn eure Not groß genug ist, findet ihr dort Anders. Ich muss 5 Kinder ernähren. Wo finde ich Arbeit? Ich kann meinen Bruder nicht von Bord schaffen. Die Grippe hat ihn schwer erwischt. Hey, wir haben euch gehört, wie ihr nach dem Heiler gefragt habt. Wir wissen, was man in dieser Stadt mit Magiern macht. Und das wird ihm nicht zustoßen. Ich liefere euren Heiler nicht den Templern aus. Sicher, weil ja jeder die Belohnung für einen Abtrünnigen ablehnt. Machen wir sie mundtot. Ich möchte lieber ein Elf als ein Gefangener der Templer sein. Er hat sich den Dalish angeschlossen. Was? Aber er ist ein Mensch. Sie wollten nicht einmal, dass ich ihn bei ihnen aufziehe. Aber sie schätzen die Magie mehr als die Männer von Kirkwall. Vielleicht findet er dort Sicherheit und Freiheit. Wie gesagt, ich habe wenig Geld, aber dieser Ring der Dalish ist seit Generationen in Familienbesitz. Bitte nehmt ihn zum Dank an.
ist der tote Briefkasten. Hoffentlich wissen die Wächter das auch zu schätzen. Geht einfach weiter, Shemlin. Aus diesem Ort eine Zuflucht der Heilung und der Erlösung gemacht. Weshalb bedroht ihr sie? Ein seltsamer Beruf für einen Wächter. Ich dachte, ihr beschäftigt euch mit Verderbtheit und Tod, nicht mit Heilung und Erlösung. Haben die Wächter euch geschickt, um mich zurückzubringen? Ich gehe nicht. Wegen dieser Mistkerle musste ich mich von meiner Katze trennen. Armer Sir Naseweiß, er hat die tiefen Wege gehasst. Ihr hattet eine Katze namens Sir Naseweiß in den tiefen Wegen. Er war ein Geschenk, ein edles Tier. Einmal hätte ihn ein Genlock beinahe in Stücke gerissen. Er hat dem Mistkerl einen Nasenstüber versetzt. Blutrünstiges Kerlchen. Die verdammten Wächter haben gesagt, er würde mich zu weich machen. Daher musste ich ihn einem Freund in Amaranthin übergeben. Ihr seid also nur nach Kirkwall gekommen, um den Wächtern zu entfliehen? Das hört sich bei euch an, als wäre es nichts Besonderes. Ja, ich bin hier, weil es keinen Außenposten der Grauen Wächter und keine dunkle Brut gibt, sondern stattdessen zahlreiche Flüchtlinge, unter die man sich mischen kann. Und dann habe ich noch persönliche Gründe. Ich habe immer gedacht, ein Beitritt zu den Wächtern würde eine lebenslange Bindung bedeuten. Das ist nur zum Teil richtig. Man bleibt in der Tat weiterhin von dunkler Brut hoffnungslos verdorben und wird von Albträumen über den Erzdämon gepeinigt. Aber wenn man sich gut versteckt, muss man keine Uniform tragen und kann sich die Feste sparen. Ich gehöre zu einer Expedition in die tiefen Wege. Jede Information eurerseits könnte Leben retten. Ich werde dereinst glücklich sterben, wenn ich nie wieder an die verfluchten tiefen Wege denken muss. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich durchgemacht habe, um jetzt hier zu sein. Ich bin nicht interessiert, obwohl Gefallen gegen Gefallen. Wärt ihr zu einer Abmachung bereit? Ihr helft mir, ich helfe euch. Bringt meine Expedition in die tiefen Wege, dann erledige ich für euch, was es auch sei. Ihr fragt gar nicht nach meinen Bedingungen? Und wenn ich nun den Kopf der Kommandantin auf einem Speer verlangen würde? Verlangt ihr denn danach? Eure Entscheidung. Ich habe eine Karte der Wächter mit den Tiefen dieser Gegend, aber sie hat ihren Preis. Ich kam nach Kirkwall, um einem Freund zu helfen, einem Magier, einem Gefangenen in der verdammten Galgenburg. Die Templer erfuhren von meinem Plan zu seiner Befreiung. Helft mir, ihn unversehrt an ihnen vorbeizubringen, dann erhaltet ihr die Karte. Ich würde jedem Magier in derart misslicher Lage helfen, Karte oder nicht. Ihr wollt euch doch jetzt nur bei mir beliebt machen. Ich begrüße eure Hilfe. Ich habe Karl bereits mitteilen lassen, dass er mich heute Nacht in der Kirche treffen soll. Stoßt dort zu uns, und dann werden wir dafür sorgen, dass wir ungeachtet seiner Begleitung alle in die Freiheit gelangen.